Ja, hier ein kleines Video über Inhaltsverzeichnisse oder Verzeichnisse. Ich habe hier einen Blindtext, ich habe hier Kapitel 1, 2, 3 mal ganz kurz so auf einer Seite dargestellt und wir stellen uns vor, dieser Text hier ist etwas länger. Ich mache jetzt hier mal einen Seitenumbruch rein jeweils und schon haben wir ein Dokument mit drei Seiten, Kapitel 1, 2 und 3 und hier vorne mache ich noch mal einen Seitenumbruch und hier soll dann unser Inhaltsverzeichnis hinkommen. Also, bevor wir ein Inhaltsverzeichnis erstellen können, müssen wir die Überschriften entsprechend als Überschriften auch formatieren. Das geht hier mit den Formatvorlagen. Wir haben jetzt hier Überschrift 1. Wir könnten sogar noch eine Unterüberschrift machen. Also, wenn wir jetzt hier sagen, Überschrift Format 2, dann wird es später im Inhaltsverzeichnis auch entsprechend so dargestellt. Ich mache jetzt hier nochmal Überschrift 1. So, jetzt hat also jeder Textblock und jede Seite ein Überschriftenformat und hier auf der ersten Seite fügen wir unser Inhaltsverzeichnis ein. Das geht mit Verweise. Inhaltsverzeichnis. Hier kann man sich eine Darstellung aussuchen. Ich nehme mal hier das erste und dann sieht man hier, ach, mein Cursor war noch an einer anderen Stelle. Also Seite 1, Inhaltsverzeichnis und hier haben wir unser Inhaltsverzeichnis. Und man sieht hier auch ganz deutlich die Überschrift 2, die ist hier eingerückt. Also hier kann man entsprechende Unterscheidungen einfügen. Ich formatiere mal diese Überschrift 2 mal wieder auf Überschrift 1 und dann schauen wir mal, ob sich da was geändert hat. Man kann nämlich hier in dieses Feld reinklicken, sagen Tabelle aktualisieren und hier hat man zwei Möglichkeiten. Einmal nur die Seitenzahlen und einmal das gesamte Verzeichnis. Hier müssen wir gesamtes Verzeichnis aktualisieren wählen. Okay, und dann wird es entsprechend aktualisiert. Falls man hier auch Absätze löscht, kann ja auch sein, dann funktioniert das ebenfalls. Also das Kapitel 2 habe ich gelöscht und bei der Aktualisierung müsste jetzt genau Kapitel 2 auch wegfallen. Das war's schon.